Guten Tag, liebe Kollegen, begrüße euch zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel des Halleschen FC gegen den SV Waldhof Mannheim. Letzter Aufgalopp für dieses Jahr sozusagen. Schön, dass ihr da seid. Der Trainer hat auch Platz genommen und erwartet eure Fragen wie gewohnt. Bitte sehr. Lars hat schon gesagt, eben letzte Heimspiel, überhaupt das letzte Spiel in diesem Jahr für den HFC. Ganz allgemeine Frage, Herr Schlonberg. Was haben Sie sich vorgenommen für dieses letzte Spiel in 2020, in diesem solchen Jahr? Erstmal hallo zusammen. Ja, letzte Heimspiele wollen natürlich mit einem guten Eindruck, mit einem guten Ergebnis Weihnachten feiern. Waldhof Mannheim, eine Mannschaft, die am 5.12. glaube ich, ja, noch 4:1 gegen Saarbrücken gewonnen hat. Die letzten drei Spiele haben wir uns auch angesehen. Trotzdem wissen wir, dass wir nochmal eine sehr gute Leistung brauchen, um den Dienstag zu bestätigen. Naja, und wenn wir dann von Vornehmen reden, dann wäre es schön, wenn wir punkten können. Ja, am liebsten dreifach. Das Spiel gegen Türkgücü, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen jetzt, hat ja irgendwie, also was mich betrifft, jedenfalls sogar ein bisschen überrascht, weil ich fand die Art und Weise, wie der HFC dort das 3:0 absolviert hat, doch bemerkenswert. Das gibt, glaube ich, Hoffnung auch für dieses letzte Spiel des Jahres jetzt, denke ich mal. Ja, na klar. Wir haben davor die beiden Spiele Verl und Dresden in einfach Kleinigkeiten gefehlt, wo wir auch den Eindruck hatten, dass wir so weit nicht weg waren, aber keine Punkte geholt haben. Deswegen hatten wir uns für München ganz, ganz viel vorgenommen. War vielleicht in Summe, wenn man die Minuten vor Ende der Halbzeiten nimmt, vielleicht sogar unser bestes Saisonspiel. Wir haben viele Torschüsse rausgespielt, haben hinten raus dann die Null auch gehalten, verdient gewonnen. Ich glaube, war auch die erste Heimniederlage von Türkgücü. Von daher hat vieles gepasst. Ja, und das gilt jetzt nochmal zu bestätigen. Ja, weil Waldhof Mannheim dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen. Da ist schon eine Mannschaft, die viel, viel Tempo hat. Wenn man Torverhältnis nimmt, die haben drei Tore mehr geschossen als wir. Ein Spiel weniger, drei Tore mehr kassiert zwar auch. Die Ausfälle von Verlat und Christiansen tun dem Gegner mit Sicherheit auch weh. Ja? Und trotzdem ist das eine Mannschaft, die richtig Qualität hat. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir uns nicht von den letzten drei Ergebnissen blenden lassen, sondern unseren Job am Samstag machen, um mit einem sehr, sehr guten Gefühl Weihnachten feiern zu können. Sie sagen es gerade, beide Vereine haben, also was zum Beispiel was auf dem Papier steht, eine ziemlich miese Defensive. Also wir haben 26 Gegentore gefressen, Waldhof 29, glaube ich. Das lässt unter Umständen darauf schließen, dass es munteres Toreschießen geben wird, oder wie ist das? Das werden wir dann sehen. Ich glaube, wir haben auch 6-0 gespielt. Naja, die Spiele gegen die Vereine, die weit oben stehen, können wir von unserer Tordifferenz leider nicht abziehen. Ja, wir haben schon gut verteidigt, das haben wir schon gezeigt. Das wird auch am Samstag nötig sein, das im Kollektiv zu tun, wie auch gegen Türkgücü, weil die individuelle Klasse, die Waldhof nach vorne hat, ist auch hoch. Ja, und über den Flügel eine Menge Geschwindigkeit. Ja, und vielleicht haben wir je nach Aufstellung, die der Kollege wählt, eventuell ein bisschen mehr Körpergröße zu bieten. Wäre schön, wenn das vielleicht ein Vorteil für uns sein könnte. Ich versuche auch nochmal eine Schleife, um dieses Jahr zu binden. Das erste Spiel als HFC-Trainer hatten Sie gegen Waldhof Mannheim in diesem Jahr. Das war auch Ihr allererstes überhaupt. Wahrscheinlich mit eins, auf das Sie am liebsten zurückgucken mit der ganzen Vorgeschichte und dann so eine Explosion nach wirklich schwierigen Wochen, jetzt das letzte Spiel. Wäre schön, wenn wir das nochmal wiederholen könnten, oder? Ja, definitiv. Also hätte ich gar nichts gegen, wenn wir eine ähnlich gute Leistung bringen können. Wäre das sehr wünschenswert, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass wir total fokussiert sind und wissen auch, was der Gegner für eine Qualität hat, auch wenn es jetzt drei Niederlagen in Folge waren. Hm? Holen Sie das Spiel nochmal raus in der Videoanalyse oder ist das jetzt nur die letzten von Mannheim, die man sich dann anguckt? Nee, holen wir nicht nochmal raus, aber die Erinnerungen daran bleiben natürlich. Zum einen, weil das erste Spiel war, weil es ganz, ganz wichtig war, damals zu gewinnen. Aber jetzt sind wir natürlich in der Saison, unser Kader hat sich ein bisschen verändert, beim Gegner auch und ja, deswegen, in Erinnerung bleibt es auf jeden Fall, aber müssen uns konzentrieren auf den Samstag. Sie haben die Ausfälle bei Mannheim schon angesprochen. Ich denke, das ist auch ein großer Faktor, warum die zuletzt solche defensiven Probleme hatten oder so viele Tore bekommen haben. Ist das, sag mal, die große Möglichkeit, die man jetzt ausnutzen muss, einfach, dass die hinten gerade sehr verwundbar sind? Ja, das werden wir sehen. Ich glaube, in Meppen haben sie 2:0 verloren. Da haben sie zu Beginn des Spiels große Möglichkeiten gehabt, was in 60 passieren kann. Da haben wir selbst unsere Erfahrungen gemacht.
Und der Unterhaching spielstark ist, haben wir in der Endphase des Spiels ja auch gesehen vor ein paar Wochen. Da kann immer alles passieren in der Liga. Von daher möchte ich die Mannschaft nicht auf die drei Spiele reduzieren. Aber klar, Verlat und Christiansen sind schon Stützen für die Mannschaft gewesen. Allerdings in der Saisonphase muss ja jede Mannschaft auch den einen oder anderen Ausfall wegstecken. Wäre schön, wenn wir das besser hinkriegen können als der Gegner. Da haben sie mir jetzt die Brücke gebaut, dann gehe ich da mal drüber. Julian Derstroff musste ja vorher raus, war jetzt auch so ein bisschen fraglich in der Nachbetrachtung. Gibt es da schon einen aktuellen Stand von heute? Ja, natürlich muskulär, naja, weil die Belastung einfach groß war in den letzten Wochen. Wir lassen ihn heute noch raus aus dem Training, haben aber die Hoffnung, dass er Samstag dabei sein kann, wollen aber dann morgen im Abschlusstraining auch sicher gehen. Also Verletzungen wollen wir auch bei ihm keine riskieren, wobei er natürlich in einer sehr guten Verfassung ist und die drei Tore in den letzten beiden Spielen uns enorm geholfen haben, ja, ihm Selbstvertrauen gegeben haben und deswegen wäre es schön, wenn er dabei sein kann. Nachfrage. Erwarten Sie von Ihrer Mannschaft, dass sie sich jetzt auch im letzten Spiel die Tage vor Weihnachten jetzt nochmal quält, dass das jetzt die letzten Kräfte da nochmal mobilisiert werden? Ja, ich glaube, dass wir uns quälen können, haben wir in den ganzen letzten Wochen auch schon gezeigt und so wird es auch am Samstag wieder sein. Also wir brauchen wirklich ja, eine gute Laufleistung wieder, müssen als Team gut funktionieren, um einfach auch punkten zu können, weil wir alle wissen ja, wenn ein paar Prozent fehlen, dann reicht es nicht für Punkte und wäre sehr, sehr schön, wenn man ja vielleicht noch mal drei Punkte einfahren kann, auf jeden Fall hier nicht als Verlierer rauszugehen. Dann wäre das eine Woche gewesen, mit der wir durchaus gut leben können. Ja.